Guten Tag, Freunde, und herzlich willkommen zu meinem zweiten Arbeitstag beim 1. FC Köln. Heute werden wir sehr, sehr weit kommen. Wir haben mittlerweile 5 Spieltage absolviert und wir sind auf dem 1. Tabellenplatz. Wir haben 4 Siege und eine Niederlage, die ein bisschen unglücklich war, aber wir werden die nächsten Spiele auf jeden Fall gewinnen. Wir haben im Pokal auch gewonnen. In der nächsten Runde spielen wir gegen Rot-Weiß Essen. Alles in dieser Folge. Bleibt gerne dran. Und damit moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute werden wir weiter in der Köln-Karriere spielen. Ich bin Billy Black und ihr seht es, ich habe eine Facecam. Das ist das zweite Video jetzt damit. Ich möchte mein Gesicht noch nicht zeigen, aber ich möchte mit Facecam arbeiten, deswegen habe ich mir eine kleine Storyline ausgedacht, dass ich ein Superstar aus Amerika bin, der aber nicht erkannt werden möchte, beziehungsweise in Köln auch nicht erkannt werden möchte, weil die Medien sofort sich draufstürzen würden. Und ihr seht es vielleicht schon, unser erstes Spiel ist gegen Darmstadt 98. Die haben gerade 0 Punkte, stehen auf dem letzten Tabellenplatz. Und jetzt bin ich ehrlich, wenn wir das Spiel verlieren, dann kündige ich da bei Köln. Da war es das. Mit der Karriere. Da war das meine letzte Arbeitsstation in Deutschland und ich wandere aus nach England oder Saudi-Arabien. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Darmstadt, wir gehen in die Simulation. Let's go. Aber bevor wir das tun, gucken wir uns die Top-Transfers der Transferperiode an. Und ganz oben steht Gavi, der von Barcelona zu Man City gegangen ist. Anscheinend ist kein Transfer über 100 Millionen passiert, aber der ist sehr, sehr, sehr nah dran. Kamavinga zu Newcastle, komisch. Gibt es irgendeine Überraschung? Nee, ich glaube nicht. Keine Überraschung. Spieltag Nummer 6 in der zweiten Liga ist angepfiffen und Darmstadt eröffnet das Spiel direkt. Und das ist das 1-0. Was geht denn jetzt ab? Fünfte Minute, 1-0. Das kann doch nicht sein. Das geht nicht. Die haben 0 Punkte, die haben noch kein Spiel gewonnen in 5 Spielen. Was ist das denn? Was ist das denn? Jungs, Jungs, was ist das? Schön, schön, oh. Aber gut gemacht, gut Jungs, gut, oh. Köln, es spielt nur noch Köln. Es spielt nur noch Köln. Wir spielen. Wir spielen mit Darmstadt. Oh, oh. Darmstadt. 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 Schwäbe. Tor. Wir verlieren den 6. Spieltag gegen Darmstadt mit 2-0. Völlig unverdient, meiner Meinung nach. Völlig unverdient. Durch diese Niederlage sind wir auf den 5. Tabellenplatz abgerutscht und der FC Schalke 04 ist Erster. Das tut mir natürlich als Dortmunder weh, aber das nächste Spiel wird sehr, sehr wichtig, weil wir spielen gegen Jahn Regensburg, die Aufsteiger aus der 3. Liga. Machen eine solidere Saison, 3 Siege, ein Unentschieden, 2 Niederlagen, passt. Wir müssen das gewinnen. Wir müssen das gewinnen, ich spiele es selber. Danach geht es gegen Preußen Münster, das kann man simulieren. Die sind gerade auf dem 15. haben 2 Siege, 5 Niederlagen. Aber das war Darmstadts erster Sieg und das waren die ersten Tore. Die haben in 5 Spielen kein Tor geschossen und schießen gegen uns 2 Stück. Das ist so der Bruch. Das war mein FC Köln.
Es geht los im Rhein-Energie-Stadion. Samstag Mittag 13.30 Uhr. In der nächsten Saison sind die Anschlusszeiten wieder auf 15.30 Uhr. Weil wir aufsteigen werden. Werden aufsteigen. Aber dafür müssen wir erstmal das Spiel gewinnen und noch viele mehr. Waldschmidt. Waldschmidt. Schießt. Abgeblockt. Auf Kainz. Kainz Tor! 1-0 Köln! Kainz mit einer Balleroberung. Das sieht super aus. Super. Kainz bringt den Ball rein, aber der ist nicht gut. Der ist nicht gut. Meiner, schön abgefangen. Und jetzt vielleicht der Konter. Über. Meiner, der kann spielen. Auf. Ut. Ut. Spielt in die Ball. Also wirklich, dieser Typ, der hält mich auf. Schön. Paccarada. Paccarada jetzt. Legt zurück. Auf Ut. Ecke kommt rein, das Martel. Aber der Torwart pariert. Und jetzt Regensburg über die linke Seite. Kann den Ball bringen. Vielleicht zum 1:1. Nee, Finkreff ist da. Ein Weltspieler klärt den Ball. Und jetzt der Konter über Uth. Was macht er? Dann auf Jubic legen. Und der schießt ihn genau in die Arme vom Torwart. Und das soll's gewesen sein mit der Partie. Das war's mit der Partie. Köln gegen Regensburg. Wir gewinnen 1:0 gegen Regensburg. Und die Partie gegen Münster ist angepfiffen. Wir müssen das Spiel gewinnen. Das ist, also wenn wir das verlieren, das ist ja peinlich. Auf geht's, Jungs. Und das ist das 1:0. Der Bruch. Vielleicht jetzt das 1:1. Nee. Wie kann das denn passieren, dass wir immer gegen die Underdogs, die ganz unten stehen, verlieren oder zurückliegen? Halbzeit in Münster. Es steht 1:0 für Münster. Wahnsinn. Ecke Köln. Bitte, Jungs. Ja, ja. Nee. Schön, schön. Abgeblockt. Komm, 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 ja! 1:1! Übers! Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein, ihr Hunde. Ich bin komplett gebrochen. Komplett gebrochen. Wie kann man denn so ein Spiel verkacken, Jungs? Was ist denn mit euch los? Freue ich mich auf den Winter. Wir verlieren wirklich 2:1 gegen Münster. So, und ihr seht es vielleicht. Luca Waldschmidt holt sich... Luca Waldschmidt hat sich den Spieler des Monats Award geholt. Sehr, sehr geil. Und ihr seht es schon. Die nächste Partie ist die Partie gegen Rot-Weiß Essen im DFB-Pokal in der zweiten Runde. Die werde ich jetzt selber spielen. Die Niederlage tut sehr, sehr weh. Und jetzt will Tscheche mich haben als Nationaltrainer. Hier kommt nur eine Nation in Frage und das ist Deutschland. Ich will deutscher Nationaltrainer dazu noch werden. Das wäre übertrieben geil. Pokalabende sind Sensationsabende. Ich hoffe, heute gibt es keine Sensation, weil wir hier als Favorit reingehen. Aber ich möchte ein spannendes Spiel haben, beziehungsweise ich möchte gewinnen einfach. Essen kann von mir aus machen, was sie wollen, solange sie am Ende verlieren. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier wird. Schön, Martel macht auch guten Job bei Köln. Jetzt Uth legt raus auf Jubicic. Jubicic kann flanken. Schön, Überzahl Situation. Kainz legt ab, da spielt er einen ungenauen Pass, der nicht ankommt. Aber jetzt vielleicht wieder Kainz auf Meiner. Der spielt durch auf Uth, der kann schießen, der wird abgeblockt.
Hakarada, schön, mit einem guten Ballgewinn. Der flankt den jetzt rein. Uth ist da, wird aber rausgeköpft. Meiner mit der zweiten Situation, zweiten Chance meine ich. Jubicic auf Uth. Und der Underdog kommt, über Young. Über Young und der schießt weit am Tor vorbei. Schön. Uth auf Jubicic. Der hat jetzt ein bisschen Platz, flankt rein. Da ist Meiner, der hat Platz und da ist ein Fuß dann am Ende zwischen, der den Ball dann rausschlägt. Aber direkt wieder Köln im Angriff. Jubicic. Flankt rein. Wieder Götze. Waldschmidt. Spielt raus auf Meiner. Guter Ball. Kein Abseits. Was macht er? Legt auf Waldschmidt als Zurückhalt. Köln jubelt in Essen. Zweite Halbzeit beginnt. Essen muss jetzt kommen. Die müssen jetzt kommen. Thielmann reingekommen für Jubicic, der ein starkes Spiel gemacht hat. Thielmann jetzt läuft auf Tor zu. Thielmann, 2-0 Köln. Was eine Aktion von Thielmann. Schön, Kainz mit einer guten Drehung. Hat die Chance zum 3-0. 3-0 Köln. Wir drehen alle aus. Durch. Oh, Essen mit sehr viel Platz. Essen könnte den Anschlusstreffer erzielen. Tor Essen. Den Lauf nach vorne. Essen. Young jetzt. Für Essen. Vielleicht können sie nochmal drankommen. 30 Minuten haben sie noch. Und das ist das Tor. Die Entscheidung. 4-1. Waldschmidt mit einem schönen Tor. 4-1 Köln. Schön. 1 könnte jetzt das 5. machen. Und das wäre ganz bitter für Essen. Und das ist das 5. Keins eiskalt. 5-1 für Köln in der zweiten Runde vom DFB-Pokal. Und Pfiffe in Essen. Und Waldschmidt auf dem Weg zum 6. 6-1. Das ist eine klare Nummer. Und die Pfiffe werden lauter. Hier durchgesetzt. Waldschmidt schön mit dem Tor. Essen vielleicht jetzt nochmal. Letzte Aktion. 2 Minuten Nachspielzeit sind jetzt oben. Wir gewinnen in der zweiten Runde vom DFB-Pokal mit 6-1 gegen Rot-Weiß Essen und das ganze Stadion pfeift. Außer die Kölner, die freuen sich. Das nächste Spiel ist gegen Karlsruhe und wir gucken jetzt eben mal, gegen wen wir im DFB-Pokal spielen, weil die Auslosung war bereits und wir spielen gegen Gladbach. Derby im Pokal. Und es geht weiter gegen Karlsruhe. Gegen die haben wir schon im Pokal gespielt. Karlsruhe. Momentan ein Punkt hinter uns. Heimspiel in Müngersdorf. Fans vom FC. Stark gegen stark. 15 erzielte Tore und 6 Gegentore bei Karlsruhe. Gute Offensive gegen gute Defensive. Schön. Waldschmidt jetzt. Waldschmidt. Uth. Kann schießen. Wird abgeblockt. Aber jetzt Kainz. Legt den nochmal raus. Auf Meiner. Der kann den flanken. Auf Jubicic. Kainz bringt die Ecke auf Uth. Ja, Pfosten und Martel kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Sonst wäre das hier das 1-0 gewesen. Und Karlsruhe. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter für Karlsruhe. Aber wir haben Schwäbe im Tor.
Wir haben Schwäbe im Tor. Der kann den auf jeden Fall halten. Schießen in die Mitte. Ich wusste es! Ich wusste es! Elfmeter gehalten! Schwäbe, Einmacher. Und jetzt der Konter. Waldschmidt! Waldschmidt! Kann ihn machen! Zum 1-0! Es bin 1-0! Und der tut gut, der Treffer. Waldschmidt, wichtiger Treffer. Für Köln, für Waldschmidt. Und für die restliche Saison. Und hier ist er wieder. Hier ist er wieder. Waldschmidt kann vielleicht den zweiten machen. Macht den vorbei, schießt den vorbei. Das war die Chance auf den Doppelpack und auf das 2:0 für Köln. Und keins. Karlsruhe schwimmt. 2:0. Und Meiner hat sich verletzt. Der muss raus. Der muss raus. Der hat sich den Oberschenkel gezerrt. So sieht das aus. Aber erstmal Waldschmidt. Gut gemacht. Aber da kommt er nicht mehr dran. Schade. Köln darf nicht wechseln. Und das ist der Treffer. Kein Wechsel. Man durfte nicht wechseln. Und dann macht Karlsruhe auch noch den Treffer. Ganz bitter, Fink Graefe auf der Linie, will den klären, köpft den gegen Schwäbes Hand. Ganz bitter. Und das ist der Treffer. 2:2. Und das ist der Treffer nach einer Ecke. Waldschmidt. Elfmeter! Hey! Hey! Das ist ein Elfmeter. Was? Ein Drama. Uth. Uth flankt rein. Da ist Waldschmidt. Tor! Das kann der Siegtreffer sein. Und das war Saisontor Nummer 6 für Luca Waldschmidt. Und das kann der Siegtreffer gewesen sein. Foul. Nee, Köln nochmal. Durch die Beine. Uth auf Waldschmidt. Was macht Waldschmidt? Legt drüber. Das Thielmann. Der schießt. Versucht zu schießen. Und das soll's gewesen sein. Wir gewinnen mit 3:2 gegen Karlsruhe. Spieltag Nummer 10 steht an gegen Fürth. Wir sind gerade punktgleich, ich auf Platz 6 und Fürth auf Platz 7. Und ich will heute was sehen von den Kölnern. Ich will von meiner Mannschaft was sehen. Wir gehen in die Simulation. Let's go. Und Köln kommt. Kann daraus was werden. Leg raus nochmal auf Finkgräfe. Nein, er legt rein. Jawohl. 1:0. Meiner. Und jetzt Köln wieder im Angriff. Auf geht's, Jungs. Macht was, Jungs. Jubicic. Keins. Siehst. Oh. Ecke keins. Bringt den Ball jetzt rein. Bitte auf den Kopf von uns, aber nee, meiner. Auf keins. Keins können schießen. 2:0. Eins. Kopfballtor. So, für den Freistoß bin ich jetzt in-game gegangen. Ich werde den so jetzt reinmachen mit Flo. Komm, Flo. Mach ihn einfach rein. Auf geht's. Jawohl. Oh, Jonas Urbik, unser Torhüter fürs nächste Jahr, hält den Ball. Oh, aber jetzt die Ecke von Flo Kainz auf Hübers Pfosten. Schön. 3:1. Let's go. Luca Waldschmidt. Und das war's. Wir gewinnen 3:1 gegen Fürth.
führt und stehen damit auf dem zweiten Platz in der Tabelle hinter Hertha BSC, die einen Punkt vorne sind. Das Spiel gegen Hannover steht an, in Hannover. Ich hoffe, wir gewinnen. Ey, wir müssen wirklich Siege einfahren. Das wäre so wichtig. Und das ist das Tor. Timan! Mit dem Treffer! 1-1! Was ein Tor! Es ist alles offen. Noch 20 Minuten zu gehen. Gerade ist er reingekommen, Thielmann. Und macht direkt die Bude. Thielmann, der Torschütze zum 1-1. Spiel zurück. Auf Paccarada. Der auf Kainz. Kainz könnte schießen. Macht er auch. Silas da. Und jetzt Hannover. Und Hannover kommt. Und Hannover schießt das Tor. Schön. Luca Waldschmidt. 2-2. Hannover liegt am Boden. 5 Minuten verbleiben. Um vielleicht sogar noch den Siegtreffer zu machen. 2 Minuten bleiben. Meiner jetzt vielleicht nochmal. Da muss jetzt was kommen. Meiner muss jetzt was machen. Es läuft keiner mit. Waldschmidt kommt eingelaufen. Meiner spielt auf Kainz. Der verliert den Ball und das war's. 2-2. Geht das Spiel aus gegen Hannover 96. Und wir verabschieden uns mit Tabellenplatz 2 aus der zweiten Folge. Wir sehen uns demnächst wieder. In der nächsten Folge werden wir das Derby im Pokal gegen Gladbach spielen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Um das nicht zu verpassen, lasst gerne Like und Abo da. Aktiviert die Glocke, schreibt einen netten Kommentar. Macht's gut, haut rein. Billy Black ist out. Ciao, ciao.